Hallo Gesellschaft, ich werde ja sehr gern von der Mafia gehört. Die gehören ja zur ehrenwerten Gesellschaft und finden mich oft über die Suchbegriffe und fragen mich dann immer, wie es denn eigentlich kommt, dass Leute überhaupt kriminell sind. Denn im Dritten Reich war das ja ganz anders, da waren ganz andere Sachen kriminell als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Generell gibt's daher keine Kriminalität als solche. Habe ich gesagt, lasst mich in Ruhe, ich will mit euch nichts zu tun haben. Und da haben die mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und darum diese Folge hier. Da gibt es nämlich einen Herrn Robert Key Merton, ein Kriminalsoziologe. Und der sprach auch nicht gern von Kriminalität, sondern lieber von abweichendem Verhalten. Eben aus dem Grund, weil je nach Gesellschaftskontext etwas anderes kriminell sein kann oder nicht. Aber abweichendes Verhalten, nämlich von diesem Kontext, das gibt es in jeder Gesellschaft. Und wie es dazu kommt, erklärt er so. In jeder Gesellschaft gibt es vorgegebene Ziele und vorgegebene Mittel, mit denen man diese Ziele erreichen kann. So, als Beispiel ist das größte anerkannte Ziel unserer Zeit, mit einem YouTube-Kanal erfolgreich zu sein. Und ein gesellschaftlich akzeptiertes Mittel dafür sind Katzenbilder. Nun kann es zwischen den gesellschaftlich vorgegebenen Zielen und den anerkannten Mitteln zur Zielerreichung zu einem Konflikt kommen, einem sogenannten Konfliktknäuel. Und das ist der Fall, wenn man Katzenbilder machen will, aber man hat eine Katzenallergie oder keine gute Kamera. Oder man hat statt einer lustigen Katze nur einen lustigen Hund. Und je nachdem, wie man auf Ziele und Mittel reagiert, gehört man einem von 5 Typen an. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir als erstes die Personen, die die Ziele in der Gesellschaft okay finden und die Mittel dazu okay finden, also die gerne auf YouTube Star werden wollen und zu Hause Katzen rumliegen haben. Und die nennt Merton Konformalisten. Die haben die besten Chancen, erfolgreich zu werden in der Gesellschaft. Dann gibt es die, die zwar die Mittel haben, aber mit den Zielen nicht klarkommen. Das sind dann solche Leute, die haben Katzen zu Hause, aber die wollen einfach keine YouTube-Stars werden und die verkennen halt vollkommen den Sinn und Zweck von Katzen, nämlich in YouTube reingesteckt zu werden. Und da kraulen die ihre Katzen, obwohl gar keine Kamera läuft. Also die machen die Mittel zu einem Ritual, zum Selbstzweck, ohne Ziel. Und die nennt Merton Ritualisten. Dann gibt es die, die können mit den Zielen nichts anfangen und mit den Mitteln auch nichts. Die nennt Merton Rückzügler und die findet man dann immer in Rollenspielwelten, im Lab oder versunken in Computerspielen. Immer. Und dann gibt es die, die die Ziele verfolgen möchten, die unbedingt zu YouTube möchten, aber die keine Mittel dazu haben, also die gar keine Katzen besitzen. Und die müssen dann innovativ sein. Die müssen dann von den Normen abweichen, weil die sich Mittel ausdenken müssen, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Und da kann es sein, dass so einer seinem Hund Katzenohren aufklebt und so eine Fälschung ins Internet stellt. Mit anderen Worten, das hier sind die Kriminellen. Und dann gibt es noch eine 5. Gruppe, die finden die Ziele blöd in der Gesellschaft und auch die Mittel, diese Ziele zu erreichen, lehnen sie ab. Und das sind die Revolutionäre. Und wenn die an die Macht kommen, etablieren die neue Ziele und neue Mittel und werden zu Konformalisten, die dann diese Ziele und Mittel verteidigen. Ja, und da wird's klar, welchen Einfluss die Gesellschaft auf die Kriminalität hat, dass das nicht in dem Kopf von irgendwelchen Personen steckt, dass man sagt, unsere Menschen werden immer böser, sondern das liegt ganz stark am Kontext und das hat Merton auch erforscht und hat gezeigt, wenn eine Gesellschaft ganz viel Wert auf bestimmte Ziele legt, wie bei uns Geld, Yacht, Auto, YouTube-Channel, aber den Bürgern nicht die Mittel an die Hand gibt, diese Ziele zu erreichen, sondern denen immer nur die Möhre sozusagen mit der Angel vom Gesicht rumwedelt und wegen Bildungsungerechtigkeit, Armut, Rassismus kommen die Leute nicht dahin. In solchen Gesellschaften steigt dann die Kriminalitätsrate an. Und wenn man dann noch den Sinn der Ziele hinfortnimmt, ja, dann kommt zur Revolution. Wir haben hier ein waschechtes Konfliktknäuel zwischen Ziele und Mittel und es kommt immer darauf an, die irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen.
So, das war's. Wenn ihr diese Folge kriminell gut fandet, findet ihr auf der linken Seite frühere Folgen und auf der rechten ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie kriminell ihr selber seid, zu welchem Typus ihr gehört. Ansonsten empfehlt das Video weiter auf Twitter, Facebook und überall. Bis zum nächsten Mal, euer Sonntagssoziologe. Tschüssi.